Guten Morgen! Ich hatte ja schon einmal eine Geschichte euch erzählt und euer Feedback war damals sehr, sehr positiv. Das Video findet ihr oben in den Infokarten. Und leider ist das ja bei meinen so vielen Formaten etwas in Vergessenheit geraten. Obwohl es auch mal sehr angenehm ist, die Dinge, die ich euch mit auf den Weg geben will, diese Anregung nicht direkt, sondern in einer kleinen Erzählung verpackt zu präsentieren. Diese Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, die richtet sich an alle Plappermäuler, die immer voller Stolz und Überzeugung allen Menschen immer wieder erklären, dass sie wissen, wie alles funktioniert, dass sie Recht haben und dass die anderen das doch mal anerkennen müssen, dass man selber der Klügste ist und dabei häufig nicht erkennen, wie die Dinge wirklich laufen. Es geht um eine Schildkröte, die oben in den Bergen lebte. Immer wenn sie einem anderen Tier begegnete, redete die Schildkröte pausenlos auf die Tiere ein. Sie erklärte den anderen Tieren, wie die Welt funktioniert und dass sie sehr weise geworden ist, weil sie schon so alt ist, und versicherte, dass sie aufgrund ihrer Klugheit auch vorhersagen konnte, ob es ein kalter oder ein warmer Winter würde. Die Schildkröte redete ohne Unterlass und so lange, bis die Tiere von ihrem selbstüberschätzenden Geplapper die Nase voll hatten und unendlich genervt von der Schildkröte gewesen sind. Auch wenn die Schildkröte in der einen oder anderen Sache auch durchaus mal recht hatte, aber die Schildkröte holte beim Reden einfach keine Luft und konnte so ohne Punkt und Komma minutenlang die Tiere mit ihrer Stimme penetrieren, sodass die Tiere schon dachten, dass die Schildkröte durch die Ohren atmen müsste. Die Schildkröte quälte ihre Umwelt derart mit ihrem Geplapper, dass die Kaninchen in ihren Löchern verschwanden, die Vögel auf die Baumkronen flogen und die Fische unter Steinen im Fluss Zuflucht suchten. Denn sie wussten ganz genau, wenn die Schildkröte sie einmal erst erwischt hatte, dann hatten sie die Schildkröte stundenlang an Wickeln und ja, die Tiere wollten auch nicht unhöflich sein und ließen sie dann reden. Aber eigentlich war die Schildkröte ganz schön einsam. In den Sommermonaten waren auf dem See aber immer zwei wunderschöne Schwäne, die dort für ein paar Wochen die Sonne und die angenehme Luft des Bergsees genossen. Und diese beiden Schwäne waren auch sehr gütig. Denn auch sie ließen es zu, dass die Schildkröte permanent auf sie einredete. Ja, die anderen Tiere haben Reis ausgenommen, aber die Schwäne blieben da und haben sich ja, von der Schildkröte die Geschichten erzählen lassen. Aber die Schwäne wussten natürlich, das muss man auch sagen, dass sie nur ein paar Wochen hier waren und dann wieder in aller Ruhe in die Lüfte aufsteigen und in andere Gegenden fliegen würden. Aber die redselige Schildkröte, ja, sah nur, dass diese beiden Schwäne ihr immer zuhörten und ja, und dass sie nie wegflogen, wenn sie kamen. Und daher liebte sie diese Schwäne und die Zeit, die sie mit den beiden Schwänen verbringen konnte. Sie fühlte sich in Gegenwart der Schwäne so klug und wohl in der Haut, ja, da sie die Schwäne, wenn sie so majestätisch über die Luft fliegen sehen oder in der Luft fliegen sehen über die Erde, dass sie da die Schwäne schon so ein bisschen als was Besonderes anerkannt haben. Und wenn die Schildkröte dann ihre klugen Geschichten und ihre Weisheit diesen beiden Schwänen zum Besten geben konnte, das war schon ihre Welt. Das war sehr, sehr angenehm. Und ja, und es erhärtete auch das Selbstbild von der Schildkröte, was sie von sich selber hatte. Ja. Und dann wurde es natürlich irgendwann kälter und die beiden Schwäne machten sich wieder auf, weiterzuziehen. Und da sagte die Schildkröte einmal: "Ach, wenn ich doch nur mit euch gehen könnte. Wenn der Schnee den Boden bedeckt und der See zugefroren ist, dann fühle ich mich immer so einsam in der Kälte. Aber leider können wir Schildkröten nicht fliegen. Und wenn ich unten laufen würde, dann ist das so unendlich langsam. Wenn dann noch nur meine Füße so schnell wären wie mein Geist." Und die Schildkröte weinte. Die Schwäne voller Güte sagten zur Schildkröte: "Liebe Schildkröte, weine nicht. Wir können dich mitnehmen. Aber du musst uns eins versprechen." "Ja, ja, ich verspreche es", rief die Schildkröte sofort, obwohl sie noch gar nicht wusste, um was es geht. Und sie fuhr fort: "Wir Schildkröten, wir halten immer unser Versprechen, immer, immer wieder. Ich habe erst vor ein paar Tagen dem Biber erklärt, dass wenn ich ihm alle unterschiedlichen Arten von Schildkröten erklärt habe, auch mal meinen Mund halten kann, wenn wir da zusammen spazieren gehen, weil das ärgert den Biber so. Und ich habe den Eichhörnchen habe ich auch schon mal versprochen." Und die Schildkröte
Schildkröte quasselte und quasselte. Als die Schildkröte dann nach einer Stunde kurz innehielt, nutzten die Schwäne die Pause, um der Schildkröte zu sagen: "Liebe Schildkröte, du musst wirklich versprechen, dass du deinen Mund hältst beim Fliegen. Ganz ernsthaft. Das ist sehr wichtig. Nicht leichter als das. Wir Schildkröten sind ja geradezu bekannt dafür, dass wir den Mund halten können. Wir sind die Schweiger der Natur. Da wissen wir ja auch so viel, weil wir den ganzen Tag nachdenken und dann eben nur das sagen, was wirklich wichtig ist. Das habe ich dem Buntspecht erst vor ein paar Tagen erklärt." Die Schildkröte redete wieder mehr als eine Stunde, bis sie aus Versehen sich an einer Fliege verschluckte, die in ihren Schnabel geflogen war. Die Schwäne sagten zu der Schildkröte, dass sie nun ganz fest auf einen Stock beißen und wirklich den Mund halten müsse, wenn sie abheben. Die Schildkröte biss zu und jeder der beiden Schwäne nahm ein Ende des Stockes in den Mund und nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil die Schildkröte ziemlich fett gewesen ist, konnten die beiden Schwäne nun doch sich mit dem Stock und der Schildkröte in die Luft erheben. Das erste Mal in der Geschichte des Universums hob eine Schildkröte in die Luft und die stolze Schildkröte war glücklich wie noch nie. Sie flog immer höher und bald war sie nur noch ein winziger Punkt im Himmel. Die Schildkröte sah die Welt, wie sie noch nie wahrgenommen hatte, und sie versuchte sich jedes Detail einzubringen und zu merken, damit sie davon wieder all ihren Freunden auf der Erde berichten konnte, dass sie nun noch mehr wusste. Sie flogen immer weiter und alles war gut. Bis 3:30 Nachmittag. Dann flogen sie über eine Schule und ein kleiner Junge blickte vom Schulhof nach oben und sah die Schildkröte. "Hey da!" rief er seinen Freunden zu. "Schaut euch doch mal die dämliche Schildkröte da oben an! Sie fliegt!" Da konnte die Schildkröte nicht mehr an sich halten. "Was bin ich dämlich?" Platsch, das war der letzte Laut, der aus der redseligen Schildkröte kam, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Die redselige Schildkröte starb, weil sie nicht erkannte, dass man den Mund halten muss, wenn es wirklich drauf ankommt. Eine Weisheit, die die Schildkröte mit ihrem Leben bezahlt hat, aber die ihr in eurem Leben täglich anwenden könnt. Wenn es wirklich drauf ankommt im Leben, dann helfen keine klugen Worte oder ein großes, mit Wissen vollgepfropftes Ego, sondern nur der Moment und das Sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Euer Christian.